Moin Moin und hallo, heute möchte ich gerne zeigen, wie eure Bremsanlage noch im Smart 4 2 lackiert werden kann, damit einfach die Mystery noch cooler daherkommt. Fahrzeug ist hochgebockt. In meinem Fall ist es sogar möglich, dass wir das Fahrzeug einseitig hochbocken, sprich ein Böckchen drunter gelegt habe ich. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt beispielsweise an der rechten Seite komplett angehoben. Warum machen wir das? Weil wir zwischen den einzelnen Lackgängen Ablüftzeiten einhalten müssen. Das heißt, wir können hier vorne arbeiten, den ersten Layer gleich drauf machen und gehen dann direkt auf die Rückseite über, machen dort die erste Schicht drauf. Wenn wir die erste Schicht dort dann auch appliziert haben, können wir zurückkommen und dann hier vorne weitermachen und müssen nicht jedes Mal die Reifen neu dran machen und wieder abmachen. Das ist einfach viel einfacher, wenn ihr das dann rechts vorne, links vorne, rechts vorne, rechts hinten und links vorne, links hinten erledigt. Der erste Schritt ist, wir machen die Bremsbacke sauber. Hier ist der Bremssattel, da drin sind die Bremsbacken, hier hinten ist die Bremsleitung. Diese hier sollten wir, also alle Gummiteile sollten wir nicht beschädigen, weil wir arbeiten jetzt mit einer Drahtbürste. Die Drahtbürste kann zu Beschädigungen an den Gummi führen und wird es auch wahrscheinlich. Deshalb lasst diese Stellen aus, geht wirklich fein, deshalb ist der auch so schön schmal. Geht also schön an den Stellen vorbei und versucht, oder ihr dürft nicht die Gummiteile beschädigen. Des Weiteren solltet ihr nicht die Bremsbacken selber auch abschmirgeln oder so. Das muss nicht sein. Wir werden jetzt überall den Schmutz entfernen. Den groben Schmutz vom ganzen besagten Bremssattel müssen wir jetzt wegballern. Der muss entfernt werden, damit dann nämlich der Lack gut haften kann, denn eine Verbindung zwischen Lack und Oberfläche kann nur direkt erfolgen und da darf dann nicht irgendwie Staub oder andere Zwischenfreunde dazwischen hängen. Das ist keine gute Idee, deshalb komplett jetzt den Bereich, den wir lackieren wollen, muss jetzt gesäubert werden. Also alles Sichtbare. Und wenn ihr den ganzen Sattel auch von innen lackieren wollt, dann müsst ihr sogar den Bremssattel selber zerlegen. Dazu löst ihr dann die beiden Schrauben hier und könnt dann dieses Gestänge rausnehmen. Dann müsst ihr es, am besten ist es dann natürlich auch noch die Bremsleitung abzusetzen und dann könnt ihr diesen dann auch separat lackieren. Das geht natürlich auch, aber viel einfacher und ausreichend, wenn ihr jetzt nicht gerade auf ein super pingeliges Treffen fahrt, reicht es, wenn wir hier diesen Sattel auch montiert lassen. So, schön sauber machen. Wenn er sauber ist, nochmal eine Runde Bremsenreiniger drüber jagen. So, damit er jetzt auch noch fettfrei ist. Jetzt lassen wir das noch ablüften und können dann zum Lackieren übergehen. Bremstrommel, wenn wir diese lackieren wollen oder müssten, wenn wir es komplett machen möchten, haben wir hier am Start einen Drahtbürstchen. Wir haben an der Bremstrommel selber jetzt keine gefährlichen Ecken und Kanten. Das einzige ist, hinten eventuell solltet ihr nicht die Bremsleitung mit lackieren und nicht die Connections. Aber dadurch, dass das im hinteren Bereich ist, sehen wir das sowieso nicht. Das heißt, es reicht voll und ganz, wenn wir diesen Teil hier jetzt mal schön säubern. Dazu benutzen wir die Drahtbürste, gehen jede Furche durch, jedes Stellchen, wo das Leckchen später hin möchte, muss nämlich jetzt gesäubert werden, vom Rost entfernt werden und nicht nur vom Rost, sondern auch vom Staub, vom Bremsstaub, von den Backen etc. Denn der Lack wird nur auf Stellen richtig komplett haften, die fett und Schmutz und ablagerungsfrei sind. Um ein besseres Ergebnis oder das beste Ergebnis zu erzielen, ist eine komplette Reinigung dieses Bauteils vonnöten. Das allerbeste ist natürlich, wenn ihr direkt eine neue Platte holt, eine neue neue Abdeckung, dann ist das ja schon sauber. Ne? Aber wir wollen natürlich das hier verwenden. Also gehen wir schön hin und werden jetzt jedes Teil, welches in Kontakt kommen wird, mit unserem Lack schön entfetten
entrosten und schön sauber machen. Dafür nutzen wir eine Drahtbürste, die reicht voll und ganz aus. Ihr könnt auch das maschinell machen, das sind dann auch Drahtbürsten für Flex oder Drahtbürsten auch für den Akkuschrauber. Könnt ihr auch machen. Das würde das Ergebnis natürlich verbessern. So, danach, wenn wir das haben, kommt eine Ladung Bremsenreiniger drüber. So, und jetzt lassen wir das ablüften und können dann zum Lackierprozess übergehen. Kommen wir zum Mischen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben einmal den Basislack und einmal den Härter. Beide Sachen, also jetzt beide Sachen alleine sind gechillt, machen nichts, sind außer sind sie flüssig. Das hier ist dickflüssiger, das hier ist dünnflüssiger. Hört man auch, ne? Klick, klick, klick. Hier. Beide Komponenten sind wichtig, denn dieser Härter aktiviert dann dort drüben die Pigmente etc. und animiert die zum Härten. Und das Wichtige ist bei so einem Bremssattellack ist, dass der nicht ganz fest wird. Guck mal, seht ihr das da unten? Ich kann den fest gewordenen Lack immer noch bewegen. Das heißt, der muss flexibel bleiben, aber nicht flüssig. Der muss flexibel bleiben, der muss hohen Temperaturen abkönnen. Deshalb ist das ein spezieller Lack, der hier vorliegt. Aber vom Grunde her ist das normal. Man hat einen normalen Basislack und man braucht einen Härter. Das ist sozusagen so. Beide Molekülgruppen, die hier drin sind, sind in der gleichen Menge verfügbar. Und jeder hat Ärmchen und die halten sich dann fest und bringen dann so eine feste Verbindung, die aber trotzdem noch flexibel ist mit. Deshalb ist es wichtig, das richtige Mischungsverhältnis einzuhalten. Das Einfachste ist, wir kippen alles zusammen. Mischungsverhältnis fertig. Ganz einfach. Wenn ihr aber nicht so viel braucht, dann könnt ihr 2,5 zu 1 machen. Das heißt 2,5 Anteile hiervon zu einem Anteil hiervon. Okay? Also 2,5 Milliliter von hier, 1 Milliliter von da. Das könnt ihr dann hochrechnen, wie viel ihr braucht. Im Verhältnis. Es reicht auch, wenn ihr das abwägen tut. Wir nehmen jetzt alles, weil das ist am einfachsten und auch am genauesten. Weil wenn ihr zum Beispiel zu wenig Härter habt oder zu wenig Basislack, dann kommt es dazu, dass der besagte Lack nicht hart genug wird oder gar nicht hart wird oder nicht standfest bleibt etc. Es ist ganz wichtig, das richtige Mischungsverhältnis einzuhalten. Darüber hinaus ist es noch wichtig, dass wir es nicht bei Minusgraden machen und nicht über 25, 30 Grad sollten wir auch nicht gehen, ne? Weil es ist dann einfach zu heiß. Also ein paar Sachen muss man halt beachten. Direkte Sonneneinstrahlung ist auch nicht der Burner für den Lack immer. So, und jetzt öffnen wir mal und sehen, hier haben wir den Basislack, der jetzt schön flüssig ist, und hier haben wir den besagten Härter. Der Härter ist mit so einem Sicherheitsverschluss gemacht. Das heißt, wir müssen draufdrücken und dann aufdrehen. So, und was wir jetzt machen ist, wir mischen ja 1:1 oder wir mischen einfach in dem Verhältnis, das der Hersteller uns hier schon gegeben hat. Das heißt, Mischverhältnis 2,5:1. So, wir öffnen und kippen jetzt den kompletten Inhalt hier rein. Lassen das jetzt komplett da reinlaufen und nun haben wir 2 Stunden mindestens Zeit, das zu verarbeiten. Es ist auch länger möglich, ne? Wenn ihr den Deckel immer zumacht und kein Sauerstoff noch mit dran kommt, dann ist es sogar noch länger möglich. Dann könnt ihr sogar am nächsten Tag noch weitermachen. Also ist jetzt nicht so tragisch, ne? Und wichtig ist, dass er jetzt 5 bis 10 Minuten sich erstmal so verbinden kann miteinander, denn die beiden Stoffe müssen sich erstmal kennenlernen. Und wenn die sich dann zusammengetan haben, dann können wir loslegen. So, ihr seht, ich habe jetzt alles reingekippt. So. Und jetzt nehmen wir den Spachtel. Seht ihr dort 2 Komponenten? Und jetzt rühren wir mal schön. Jetzt werden wir diese beiden Komponenten ineinander verteilen und dadurch auch aktivieren. Hier sollten jetzt keine Fremdstoffe mehr reinkommen, kein Sabber, kein Wasser, keine Haare etc. Am besten, da kommt nichts rein, außer euer Zeugs, wie hier der besagte Spachtel und später natürlich dann das Gerät, mit dem ihr es lackieren wollt. So, um jetzt noch alles reinzukippen, werde ich das jetzt noch ein bisschen hier hinhalten und dann nochmal umrühren. Und dann können wir in 5 bis 10 Minuten anfangen zu lackieren.
Bevor wir jetzt anfangen, können wir noch ein bisschen rumkleben. Dafür nutzen wir nochmal das Kreppband. Macht euch ein bisschen Kreppband ab und schützt sozusagen die einzelnen Leitungen, die jetzt nicht mit Lack vollgekleckert werden sollen. Das sind zum Beispiel Anschlüsse für die Bremsschläuche hinten. Das sind Gummimuffernbereiche, wo halt kein Lack hinfließen soll. Den werden wir jetzt ein bisschen abkleben. Müsst ihr aber auch nicht, weil der Lack ist sehr dickflüssig. Das heißt, ihr könnt auch da super easy dran herum hin und her euch bewegen. So, aber um es genau zu sein, machen wir das jetzt. Ich mache das meistens gar nicht, weil bis jetzt, ich habe jetzt schon mehrere Bremssattel lackiert, mir ist bis jetzt noch nie irgendwo massives daneben Schleckern passiert. Ihr könnt auch die Bremsbacken noch abkleben, dass die nicht voll werden. Ihr könnt auch noch die Bremsscheibe abkleben, damit halt dort kein Lack hinein sich kredenzt. So, jetzt haben wir hier unseren Lack. Primer ist auch dabei. Der Aktivator. Alles ist drin. Jetzt können wir nochmal schön kräftig umrühren. Und dann werden wir die erste Schicht auftragen. Achtet darauf, dass die Oberfläche trocken ist, dass sie fettfrei ist und dass keine Fremdkörper dran sind und dass auch kein Rost großartig dran ist, weil dieser Lack ist recht gutmütig. Der kann viel ab, nur trotzdem kann es immer dazu kommen, dass sich dann Teile des Lacks auf- oder ablösen. So, jetzt nehmen wir uns den Pinsel und tragen nun den Lack auf. Erstmal nur flächenbindend. Das heißt, wir machen jetzt noch keine monsterfette Schicht. Das reicht jetzt, das ist die erste Schicht. Wir werden zwei Schichten auftragen. Das heißt, wir machen immer eine Vorschicht und danach eine deckende Schicht. Die wir dann aber erst nach 15 Minuten auftragen, wenn der Basislack dann abgelüftet hat. So, und ihr seht, das geht gut von der Hand hier. Hält schön, macht kaum Nasen. Einfach drauf applizieren überall, wo ihr gerne die schöne lackierte Fläche hättet. Das ist nicht nur Optik, es ist auch ein Korrosionsschutz, der dadurch auf euren Bremssattel kommt. Und das heißt, der wird dadurch auch etwas länger halten. Also nicht nur Optik, auch ist das ein Schutz. So, kompletten Sattel werden wir jetzt einpinseln. Achte darauf, nicht an bewegte Teile zu kommen, sprich wo die Laufflächen sind von unserem besagten Bremskomponenten, also die Bremsbacken. So, auf geht's, alles voll einpinseln. Pinselaktivierung. Wie ihr seht, ist der ganze Sattel nun lackiert. Das war die erste Runde. Jetzt können wir in dem Fall, wie bei mir, wenn ihr das Fahrzeug hochgehoben habt, auf beide, an beide Reifen zu kommen oder an beide Bremsanlagen, dann könnt ihr jetzt hingehen und hinten machen. Wenn ihr dann da fertig seid, könnt ihr wieder vorkommen und dann werden wir die zweite Schicht hier auf applizieren. Wenn ihr das nicht macht, dann bleibt natürlich das jetzt für circa 10 Minuten stehen, um abzulüften. Und dann können wir die zweite Schicht nämlich drauf machen. Also jetzt entweder 10 Minuten chillen, anziehen lassen oder hinten weitermachen bei der nächsten Achse und danach wieder zurückkommen. Die Trommelbremse ist jetzt vor uns. Sie ist entfettet, sie ist entrostet und wir können jetzt anfangen zu lackieren, beziehungsweise wir kleben uns noch hier den hinteren Teil ab, denn ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Teil hier bewegt sich und da drinnen sind Backen, die nach außen drücken oder zur Seite, so Zangen, und die verzögern dann. Das heißt, dieser ganze Part hier bewegt sich, der hintere nicht. Um jetzt dort keinen Lack drauf zu geben, kleben wir uns diesen hinteren Part ab, so, mit etwas Kreppband, so, kleben uns diesen Part ab, das können wir dann ganz drumherum machen, um dort keinen Lack hinkommen zu lassen, der dann dort zum Beispiel in die Lutschi-Butschi reinlaufen könnte und dort dann Schaden an der Bremsanlage hervorrufen könnte. Also immer schön abkleben, aber der Rest
ist dann eigentlich lackierbar. Das Einzige, was wir noch auslassen, ist natürlich hier vorne den Narbenbereich. Den könnt ihr auch, wenn ihr wollt, abkleben, beziehungsweise geht einfach mit dem Pinsel immer hier durch und lasst, wenn was runterlaufen, das dann mit Bremsenreiniger und Co. entfernen. So, jetzt haben wir das schön abgeklebt alles drumherum und können jetzt also diese Fläche auch anfangen zu lackieren. Der Lack ist abgelüftet für 5 bis 10 Minuten und jetzt können wir loslegen und tragen jetzt den Lack komplett auf in jeder Flutschi-Dutschi rein, in jeden Bereich, weil so viel sieht man ja jetzt nicht von hinten, deshalb werde ich hinten jetzt nicht lackieren. Wer das möchte, kann natürlich hinten auch lackieren, aber das ist dann einfach eine Geschmackssache, weil nämlich der Lack ja auch einen Schutzmantel über den Metallkörper bildet. Deshalb ist es nicht jetzt verkehrt, auch hinten die hintere Platte mit zu lackieren. Nur dort auch wieder aufpassen, da sollte kein Lack dann in die Bremsanlage einfließen. So, jetzt kommen wir hier vorne hin, hier vorne aufpassen, dass dort nichts auf die Narbe selber tropft. Nehmen wir also hier unten hin, ziehen uns nach oben, so, gehen unten hin, ziehen uns nach oben und können so dann diesen einzelnen Bereich oder die einzelnen Lamellen sehr gut erreichen und dann auch benetzen. Sehr schön. Also, ihr seht, das ist kein Hexenwerk, das schafft ihr auch. Optisch ein absolutes Upgrade und auch vom Schutz her auch ein Upgrade. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Nehmt nicht so viel, damit es nicht runtertropft. Nehmt nicht zu wenig, damit wir nicht zu lange dran seid. So. Und so verkehren wir jetzt über die ganze Narbe bzw. über die ganze Trommelbremse drüber. Nice, oder? Jetzt wird lackiert. So, die komplette Area, die wir lackieren wollten, habe ich jetzt lackiert. Jetzt ist es wichtig, 10 Minuten den Lack noch anziehen zu lassen, damit er sich schon abbinden kann, damit er sozusagen bereit ist für die zweite Schicht dann. Wenn ihr jetzt nur eine Achse macht oder einen Sattel bzw. einen Bereich macht, dann lasst es einfach 10 Minuten stehen und danach applizieren wir die zweite Schicht. Die Alternative ist natürlich jetzt vorne hinzugehen und den Bremssattel vorne entweder weiter zu lackieren, weil der ja schon beim ersten Mal vielleicht schon lackiert worden ist, 10 Minuten gechillt hat und jetzt das zweite Mal dran ist. Oder ihr fangt hier an und dann geht ihr zum Bremssattel nach vorne und macht dort den anderen in der Zwischenzeit, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Böckchen zu arbeiten und das Fahrzeug an zwei Stellen hochzuheben. Aber trotzdem 10 Minuten ablüften, bis wir dann den nächsten Layer draufsetzen können. So, nun sind die 10 Minuten mindestens rum, weil ich habe nämlich die hintere Bremse auch schon gemacht. Jetzt geht es in die zweite Runde. Die zweite Runde mache ich immer mit Tupfen. Das heißt, ich nehme mir was drauf und tupfe dann die letzte Runde drauf. Denn beim Tupfen ist es so, dass wir ein schönes Bild danach haben, finde ich. Ihr könnt aber genauso eine weitere normale Runde stattfinden lassen. Also das kann man dann entscheiden, wie man möchte. Aber ich finde, beim Tupfen, seht ihr, hat man so ein Schmiedeeisern-Design oder das Schmiedeeiserne Design kommt dann vom Bremssattel selber viel mehr zur Geltung. Aber das ist Geschmackssache, das müsst ihr selber wissen. Ich tupfe jetzt den kompletten Bremssattel nochmal ab und zwar natürlich mit neuer Farbe, denn das ist jetzt die zweite Runde und das sollte dann auch genügen. Ihr könnt natürlich noch eine dritte Runde dann machen, wenn ihr wirklich euch dort noch eine weitere Schicht draufpacken möchtet. Nur diese muss dann auch wieder 10 Minuten anhärten, ablüften und dann könnt ihr die nächste Schicht drauf positionieren. So, also jetzt tupfen, tupfen, Afro. 10 Minuten sind mindestens rum. Jetzt können wir mit der zweiten Schicht beginnen. Wir benutzen den gleichen Lack, den wir auch vorher benutzt haben. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr noch eine Runde malt oder ihr tupft. Ich tupfe lieber, weil das bringt so ein schönes Designchen und ich finde, das verläuft dann besser. Das bringt dann so ein schmiedeeisernes Designchen und ich tupfe mich jetzt überall mal drüber, dass
überall die oder der Lack dann eine zweite richtig deckende Schicht draufsetzt. Denn jetzt kommen wir ja damit dann nochmal zu den gleichen Stellen, machen dort also eine zweite Schicht drauf. Und was wir noch machen ist, wir kommen an eventuell vergessene Stellen nochmal dran. So ist es nämlich dann ganz sicher, dass wir jede Stelle auch erreicht haben, die wir erreichen wollten, um sie dann zu konservieren und schöner aussehen zu lassen. Also noch eine Runde, diesmal tupfen, und das ist süß und schnuckelig, wie ihr seht. Also schön tupfen, rein damit, schön wieder überall den Lack verteilen, nicht irgendwo zu dick auftragen und auch nicht zu dünn. Das ist immer die beste Aussage. Nicht zu dick und nicht zu dünn, Leute. Und dann haben wir die zweite Schicht und das sollte auch reichen. Ihr könnt dann natürlich wieder 10 Minuten warten und eine dritte Schicht drauf machen. So, wie ihr seht, ist Princess Mystery jetzt einseitig hochgebockt und beide Bremssättel, oder eher gesagt vorne der Bremssattel und hinten die Bremstrommel, ist jetzt schön gemacht, aufgebitscht, schön sexy sexy und mit einem natürlichen Rostschutz versehen. Jetzt ist es wichtig, dass 2 Stunden lang dieses Fahrzeug nicht montiert wird, sprich nicht die Reifen montiert werden, sondern erst nach 2 Stunden werden wir die Reifen dran machen, denn dann ist der Lack so weit gehärtet, dass er eventuelle Berührungen ab kann. Aber das Fahrzeug sollte 24 Stunden jetzt nicht mehr bewegt werden. Erst danach ist der so hart, dass wir wieder auf die Straße können und dann auch wieder mit Bremsstaub etc. den Lack kontaminieren können von außen. Aber ihr seht, es ist gut geworden. Und ihr seht natürlich, wenn dann die Reifen dran sind, dass es noch knackiger super aussieht. Also ganz einfach durchzwiebeln. Jetzt muss es ein bisschen chillen und dann können wir wieder auf die Straße zurück mit der Princess Mystery. Und deshalb ist ein guter Vorteil, wenn ihr einen Wagenheber benutzt plus einen Bock oder auch einen Bock da drüben und einen Wagenheber, wie ihr wollt, zur Sicherheit, das dann alles so stehen lassen und am besten in der eigenen Garage machen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.